Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd von Saxbrick, saxvideotraining.com und von eurem Saxophon-Channel auf YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht's mal um Blätter und zwar, was der Unterschied ist zwischen filed und unfiled. Genau, die Frage kam mal in einem Kommentar und das werde ich heute mal in einem kurzen Video erklären. Also bleibt dran. So, es gibt ja sehr viele Blätter, ne? Blättermarken, ganz viele Hersteller und dann gibt es eben verschiedene Stärken. Es gibt harte Blätter, weiche Blätter und es gibt eben auch die Unterscheidung filed und unfiled. Und da hat mich jemand gefragt, was denn da der Unterschied ist. Ich habe es ganz lange auch immer verwechselt. Ne? Ich habe immer gedacht, filed sind die unfiled und ne, andersrum. Und ich zeige euch das jetzt mal. Es gibt zwei verschiedene Arten. Das ist das erste hier, das sieht so aus. Das ist ein unfiled, das nennt man auch American Cut, ne, amerikanischer Schnitt oder auch Single Filed oder Regular Cut. Das ist wie bei den Jeans, ne, Regular Cut, also gerade Jeans Schnitt. Und dann gibt es noch diesen hier, das ist, komm, das ist filed, nennt man auch französischer Schnitt oder French Cut. Oder auch Double Cut. Ne, ihr könnt schon sehen, warum das Double Cut heißt. Das ist erstmal der Schnitt hier vorne, wo diese Rundung ist. Und dann ist nochmal ein Stück Rinde hier weggenommen. Ne? Also zweimal geschnitten. Und filed, das Wort filed, das kann man vielleicht so ein bisschen übersetzen mit wie die Feile, ne? Dass man einfach Holz wegfeilt oder wegschleift. Das wird ja nicht, das heißt ja auch Cut, aber das wird, glaube ich, nicht geschnitten mit dem Messer, sondern das sind eben solche. Ja, solche Raspeln, die das dann so wegnehmen, glaube ich, bei den Maschinen. Naja. Und was ist der Unterschied? Es gibt viele Hersteller, die bieten beides an. Ne, da gibt es das gleiche Blatt als filed und unfiled. Es gibt auch viele, die bieten das nicht an. Da gibt es nur eine Sorte. Muss man ausprobieren, was der Unterschied ist. Aber es ist so gedacht, dass zum Beispiel bei diesen hier, bei diesen filed, dass dann oft so gemeint ist, dass hier vorne die Spitze, der Tipp, ein bisschen dünner ist und dafür das Herz hier ist ein bisschen dicker, ein bisschen kräftiger. Und das soll eben den Ton klarer machen, mit weniger Nebengeräuschen und auch ein bisschen voller. Und bei diesen, ja, und wird deshalb oft von Klassikern bevorzugt, also in der klassischen Musik, weil es eben einen klareren Sound gibt. Und bei diesen American Cut, das ist ein unfiled, ne? Die werden oft von Popmusikern oder Jazzmusikern gespielt, weil die eben ein bisschen strahlender klingen, ja, ein bisschen mehr Widerstand und dafür kommen halt mehr, ja, mehr hohe Frequenzen rein und dann geht es ein bisschen mehr durch, der Sound, ne? Das ist ein bisschen knackiger. Aber wie gesagt, das ist nur so eine Verallgemeinerung, das muss nicht stimmen. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, meine Erfahrung mit Filed Unfiled ist, das nehme ich immer als Beispiel, da gibt es diese Blätter, die heißen von Van Doren. Ja, ich glaube, Van Doren spricht man es aus. Da gibt es die Java-Blätter, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und zwar gibt es die als in der grünen Packung, also Java-Grün. Und es gibt die in der roten Packung. Und die der grünen Packung, das sind halt die American Cut, diese Unfiled. Und die in der roten Packung sind French Cut, dieser französische Schnitt oder filed. Ne? Und meine Erfahrung ist so, ich habe auch beide ausprobiert, aber ich finde die roten einfach besser. Also die French Cut, die für die Klassiker eigentlich gedacht sind. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Ne? Das kann sein. Und für mein Spielgefühl sind die gehen einfach besser. Die nimmt man, die macht man drauf und dann gehen die direkt, sprechen sehr gut an, klingen gut. Und haben auch, ja, machen nicht so viel, die muss man nicht so lange einspielen, hatte ich das Gefühl immer. Das, was ich euch hier in Informationen sage, das ist übrigens, könnt ihr auch nachlesen, das ist Teil eines großen Blogartikels von der Lizzie. Die Lizzie ist Saxophonlehrerin in der Köln, also bei mir in Köln an der Schule und die hat einen super Blogartikel geschrieben über Holzblätter, über Reeds beim Saxophon. Ne? Hat da so alles Mögliche aufgeführt, die Unterschiede, die Marken, die Stärken, wie was klingt, warum man was spielt, ne? Wer was bevorzugt und so weiter. Und da ist eben so ein Teil, ein Abschnitt dabei, da geht es über
geht es genau um dieses Filed, Unfiled und die Unterschiede. Genau. Es ist tatsächlich so, wenn ihr neue Blätter ausprobieren wollt, geht einfach in den Laden, nehmt euch einzelne Blätter von verschiedenen Marken, am besten noch zwei, drei unterschiedliche Stärken, vielleicht auch Filed, Unfiled, ne, und probiert die einfach aus. Und dann werdet ihr schon merken, was da für euch besser funktioniert. Man kann das wirklich nicht sagen, das ist immer, das klingt immer so, das klingt immer so. Das liegt auch so ein bisschen an eurer, erstmal natürlich an eurer Anatomie, eurem Mund und alles und eure Art zu spielen. Und es liegt auch vor allem daran, ob man sich mit so einem Blatt wohlfühlt. Ne? Für manche von euch ist es vielleicht ganz wichtig, dass ihr viel Widerstand habt. Dann fühlt ihr euch wohl beim Spielen und andere, die brauchen eben wenig Widerstand. Die müssen das Gefühl haben, dass schnell alles durchgeht. Ne? Das ist sehr individuell. Bei mir ist auch so, wenn ich ein zu weiches Blatt habe zum Beispiel, dann fühle ich mich total unwohl beim Spielen. Dann habe ich immer das Gefühl, ich kann keinen Druck aufbauen. Ne? Ich brauche immer so quasi so ein bestimmtes Range an Dynamik, was ich eben mit einem harten Blatt bekomme. Ne? Da kann ich halt wirklich so bis zum Anschlag da reinblasen und es wird immer lauter und lauter und lauter, ne? Und es hört da einfach nicht auf. Und bei so dünneren Blättern habe ich immer das Gefühl, da gibt es halt nur so ein ganz kleines Dynamic-Range, da kann ich halt von mittelleise bis mittellaut spielen, aber mehr geht nicht, ne? Bei den harten Blättern geht eben mehr. So. Das ist aber mein persönliches Gefühl mit den Blättern. Das kann bei jemand anders ganz anders sein, ne? Also am besten ausprobieren und dann, deshalb ist es auch schwer, so allgemeine Sachen zu erklären, dass man sagt, okay, diese Blätter klingen immer so, diese immer so, das funktioniert meistens nicht, ne? Und dann entstehen halt auch immer in so Foren immer diese Diskussionen, wenn der eine sagt, das ist das beste Blatt, was ich jemals gespielt habe und das beste Mundstück. Und dann kommt direkt von der anderen Seite, kommt so, wow, das ist voll schlecht. Na, dann entstehen so Diskussionen. Klar, der eine hat für sich natürlich recht und der andere hat für sich auch recht. Aber die zusammen haben eben, ne, haben ein bisschen ein Problem dann. So ist das eben bei Equipment-Sachen. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte ein bisschen was erklären zu Filed, Unfiled. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne ein Like, Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das Glöckchen auch klicken, dann bekommt ihr meine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Das hilft mir immer sehr weiter. Ne? Und kommentiert, wenn ihr vielleicht auch Erfahrungen mit Filed, Unfiled gemacht habt, könnt ihr das gerne unten als Kommentar reinschreiben oder schreibt einfach rein, was ihr so spielt. Die bevorzugte Blättermarke. Vielleicht habt ihr bestimmte Marke, die ihr immer wieder spielt, weil ihr sagt, das ist die beste oder keine Ahnung. Einfach mal reinschreiben, was ihr da gut findet. Vielleicht auch, wie hart die Blätter sind, ob ihr gerne härtere Blätter spielt oder weichere Blätter. Das ist auch sehr individuell. Genau, das interessiert mich. Ne? Das interessiert vielleicht auch alle anderen, die das Video sehen. Dann können die ein bisschen in den Kommentaren lesen. Und das hilft ja auch vielen anderen, ne? Wenn man was dazu schreibt. Das ist einfach interessant, so was die anderen machen. Gut, ja dann wünsche ich euch viel Spaß beim Saxophonspielen und so weiter und wir sehen uns im nächsten Video. Na, macht's gut, ciao.